Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ost-Berlin hat heute überraschend den Besuch einer Gruppe von 14 SPD-Bundestagsabgeordneten abgesagt. Ein entsprechendes Schreiben von Volkskammerpräsident Sindermann an den stellvertretenden SPD-Fraktionschef Ehmke veröffentlichte die amtliche Nachrichtenagentur ADN. Darin heißt es, die Erklärungen von Ehmke und dem SPD-Vorsitzenden Vogel hätten gezeigt, dass die Partei einen Konfrontationskurs einschlagen und sich in die inneren Angelegenheiten der DDR einmischen wollte. Ehmke erklärte vor der Presse, er habe erst durch ADN von der Absage erfahren und dann von der ständigen Vertretung der DDR in Bonn den Text übermittelt bekommen. Das Schreiben sei ohne Gruß und Anrede. Als Reaktion auf die Entscheidung sagten die Sozialdemokraten ihrerseits die DDR-Reise der Fraktionsgruppe Kunst und Kultur ab, die ebenfalls am Montag beginnen sollte. Ernst-Dieter Lug sprach mit SPD-Parteichef Vogel. Ausgeladen durch die SED, und zwar sehr kurzfristig, Herr Dr. Vogel, hat es überhaupt noch Sinn, den Dialog mit Honeckers Partei weiter zu pflegen? Dies zeigt, dass sich im gegenwärtigen Moment die Kräfte durchgesetzt haben, die nicht nur Reformen verweigern, sondern die offenbar auch dialogunfähig sind, die den Boden des Streit- und Dialogpapiers verlassen haben. Ich glaube, mit diesen Kräften das Gespräch nach dieser Entscheidung zu suchen, das wird sehr schwierig sein. Wir sind weiter gesprächsbereit, das ist unsere Verantwortung. Aber die Gesprächsverweigerer auf der anderen Seite, die haben die schon angespannte Situation weiter verschärft. Ist diese Absage damit ein deutlicher Hinweis, dass es im Augenblick nicht lohnt, mit den Herrschenden in Ost-Berlin über Reformen überhaupt zu sprechen? Ich würde dieses Urteil nicht so generell fassen, denn es gibt offensichtlich erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Die Tatsache, dass Herr Tisch, der hier zu Besuch sich befindende Vorsitzende der Gewerkschaften in der DDR, die Reise noch heute Vormittag begrüßt und sich für diese Reise ausgesprochen hat, lässt darauf schließen. Ich würde also dabei bleiben. Es gibt Kräfte, die Reformschritte unternehmen wollen, und es gibt Kräfte, die diese Reformschritte offenbar ein für alle Mal ablehnen. Was ist das gemeinsame Papier zwischen SPD und SED noch wert? Eben nur Papier? Nein, es behält seinen Wert als Kriterium für das Verhalten der gegenwärtigen DDR-Führung. Und es gibt Maßstäbe zur Beurteilung dessen, was dort drüben geschieht. Und es gibt die Möglichkeit zu sagen, dass das, was gegenwärtig von der DDR-Führung praktiziert wird, sogar dem widerspricht, was sie in diesem gemeinsamen Papier anerkannt hat. Kritik an der DDR, aber auch an den Sozialdemokraten gab es in Bonn zu der Reiseabsage. Kanzleramtsminister Seiters bewertete die Absage als ein weiteres Zeichen für die tiefe Verunsicherung und offensichtliche Führungslosigkeit in der politischen Spitze von Ost-Berlin. Regierungssprecher Klein sprach von einer peinlichen Blamage für die SPD. Sie sollte den Eindruck vermeiden, dass Kommunisten mit demokratischen Maßstäben zu messen seien. Außenminister Genscher nannte die Ostberliner Entscheidung ein Eigentor. Die DDR flüchte sich in Dialogverweigerung. Die brüske Ausladung der SPD-Delegation und der scharfe Ton, in dem sie formuliert ist, passen voll in die gegenwärtige politische Linie der SED-Führung. Unbeirrt werde die DDR ihren bisherigen Weg zum Aufbau des Sozialismus weitergehen, betonten in öffentlichen Kundgebungen Spitzenfunktionäre der Partei wie Günter Mittag oder Kurt Hager. Alle Reformvorschläge aus dem Westen zielten nur auf eine Beseitigung des Sozialismus. Dafür habe man in der DDR keinen Bedarf. Für ihren harten Kurs holte sich die SED Rückendeckung aus Moskau. 3 Tage bereiste Jegor Ligatschow, Mitglied des Politbüros der KPdSU, die DDR. Er überbrachte Grüße von Generalsekretär Gorbatschow an Erich Honecker und die Zusage Gorbatschows, zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober nach Ost-Berlin zu kommen. Im Übrigen machte sich Ligatschow voll die politische Linie der SED zu eigen. Er verurteilte in scharfen Worten die tendenziöse Hetzkampagne, die von bestimmten Kreisen in der BRD gegen die DDR betrieben werde, und sagte, alle, die die Souveränität der DDR antasten wollen, müssen wissen, dass die Sowjetunion entschlossen ist, ihren Freundschaftsvertrag mit der DDR strikt einzuhalten. Der Besuch Ligatschows, der in Moskau als Gegner der Reformpolitik Gorbatschows gilt, beherrschte 3 Tage lang die Schlagzeilen.
Dass es im Politbüro der KPdSU auch andere Meinungen gibt, erfuhren die DDR-Bürger nicht. Nicht veröffentlicht wurde etwa die Feststellung des Moskauer Außenamtssprechers Gerassimow, der gesagt hat, er bedauere, dass die DDR negativ in die Schlagzeilen gekommen sei, aber direkt sei die Sowjetunion von den Vorgängen nicht betroffen. Der DDR-Gewerkschaftsbund, FDGB, und der Deutsche Gewerkschaftsbund wollen ihre Kontakte fortsetzen. Das vereinbarten DGB-Chef Breit und der FDGB-Vorsitzende Tisch zum Abschluss mehrtägiger Gespräche in der Bundesrepublik. Breit nahm eine Einladung in die DDR an. Im Zusammenhang mit der Fluchtwelle betonte Tisch, es werde keine Besuchsbeschränkungen nach Ungarn geben. Grund der Massenausreise ist nach seiner Meinung eine Kampagne in der Bundesrepublik. Überdenken Sie mal, ob nicht auch hier in der BRD sich ein neues Denken durchsetzen muss. Und ob man nicht hier in der BRD daran denkt, die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik zu akzeptieren. Denn ich bin ja hier als Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik, so fühle ich mich jedenfalls, und bin es auch. Und ob man nicht aufhört mit diesem Getöse der Obhutspflicht für alle Deutsche, das geht ja sowohl über die Grenzen der DDR noch über die Grenzen der CSR hinaus. Unser Standpunkt ist, der Grund für diese Entwicklung ist nicht in der Bundesrepublik, sondern in der DDR zu suchen. Deshalb müssen dort politische Schlussfolgerungen gezogen werden. Ich glaube, die DDR-Führung wird die Schwierigkeiten, in denen sie sich befindet, vermehren, wenn sie an dem bisherigen Kurs festhält. Zweitens, ich würde es für verfehlt halten, wenn in der jetzigen Situation die bestehenden Brücken zwischen der Bundesrepublik und der DDR infrage gestellt oder gar zerstört würden. Der Vorsitzende des Evangelischen Kirchenbundes der DDR, Bischof Laich, hat tiefgreifende Reformen im Lande gefordert. Zu Beginn der Tagung der Bundessynode in Eisenach sagte Laich heute, die Kirche wolle an Veränderungen mitwirken, um das Leben in der DDR für die Menschen anziehend zu machen. Notwendig dazu seien eine offene Medienpolitik, Demonstrationsfreiheit, ein neues Wahlgesetz und Reise- sowie Ausreisemöglichkeiten in jedes Land. Am Rande der Tagung wurde die Gründung einer neuen Bürgerrechtsbewegung bekannt. Die Gruppe mit dem Namen Demokratie Jetzt hofft, bei den nächsten Wahlen zur Volkskammer eine eigene Kandidatenliste aufstellen zu können. Seit Öffnung der ungarischen Grenze in der Nacht zum Montag sind nach Angaben des Innenministeriums in Wien bis heute Morgen 13.674 DDR-Bürger in den Westen gekommen. Die Deutsche Presseagentur spricht unter Berufung auf neueste offizielle Zahlen sogar von fast 15.000 Flüchtlingen. Unterdessen hat Ungarn bekräftigt, seine Grenzen weiter offen zu halten. Gespannte Beziehungen hat die Regierung in Budapest heute nicht nur zur DDR, sondern auch zur Tschechoslowakei und zu Rumänien eingeräumt. Nach den Worten von Staatssekretär Kovac vom Außenministerium sind die gelegentlich scharfen Dispute ungewöhnlich und böten Anlass zur Sorge. Er warnte die Partner im Warschauer Pakt vor einem Bruch. Für Ungarn sei es unannehmbar, wenn ein Land dem anderen Anweisungen geben wolle. Die Regierung in Budapest werde ihren Weg nicht von der Frage abhängig machen, ob er den Verbündeten gefalle oder nicht. Der Streit zwischen den verschiedenen Bankengruppen verringert die Chance, den im Vergleich befindlichen Einzelhandelskonzern Coop doch noch retten zu können. Zitterpartie bis zur letzten Minute. Nicht nur hier in der Frankfurter Coop-Zentrale jagte heute eine Sitzung die andere. An einem vorerst geheim gehaltenen Ort tagten auch die Aufsichtsräte aller drei Einzelgesellschaften des Coop-Konzerns. Die bisher erhoffte schnelle Lösung, um den vorläufigen Vergleichsantrag vom Mittwoch zurücknehmen zu können, wird jetzt wegen eines Streits unter den sechs Poolbanken gefährdet. Noch während Aufsichtsratsvorsitzender Hans Friedrichs am vergangenen Mittwoch vor Journalisten erklärte, die Liquidität des überschuldeten Einzelhandelskonzerns sei nicht gefährdet, haben die deutschen Kreditgeber, die ehemalige Gewerkschaftsbank BFG und das Genossenschaftsinstitut DG Bank, den Geldhahn plötzlich zugedreht. Warum? Das kann ich eben auch nicht erklären. Ich kann nur sagen, dass die Auslandbanken und Aktionärbanken alle ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Unsere Kreditlimiten sind bis zu oberst ausgeschöpft. Wir waren auch überrascht über diese Haltung. Das heißt also, ein harter Bankenpoker findet jetzt statt. Tja, wie Sie das nennen wollen.
Ich möchte mich im Augenblick zu keinen internen Problemen äußern, weil sie die Lösung allenfalls erschweren und mir geht es darum, die Lösung herbeizuführen. In einer Aktuellen Stunde des Bundestages ging es heute um die Entsendung von 50 Freiwilligen des Bundesgrenzschutzes nach Namibia. Dort sollen die Beamten als erste Deutsche an einer Friedensmission der Vereinten Nationen mitwirken. Die Opposition äußerte in der Aussprache Zweifel an den rechtlichen Grundlagen für den BGS-Einsatz. Nach ihrer Ansicht hat die Regierung den Bundestag umgangen. Grundsätzlich aber stimmten auch die Sozialdemokraten der Entsendung zu. Staatsminister Schäfer vom Auswärtigen Amt sprach von kleinlicher und provinzieller Kritik. Inzwischen sind die BGS-Beamten in Namibia eingetroffen. Zum ersten Mal in der Geschichte Namibias landete heute gegen 14 Uhr eine Maschine der deutschen Luftwaffe auf dem Flughafen bei der Hauptstadt Windhoek. Erwartet wurde sie von den Kommandeuren der UNO-Polizei. An die 50 bundesdeutschen Grenzschützer waren schon vorher die blauen Mützen und Halstücher der UNO ausgegeben worden. Es ist ihr künftiges Erkennungszeichen als neutrale Beobachter auf dem schwierigen Weg Namibias in die Unabhängigkeit. Es sind alles Freiwillige aus dem ganzen Bundesgebiet, ausgewählt aus 300 Bewerbern. Ihr Gebietskommandeur ist ein Polizeioffizier aus Nigeria. Achtung! Im Gleichschritt! Marsch! Mit für afrikanische Verhältnisse höchst ausgefeilter militärischer Präzision erfolgte der Abgang in Richtung Flughafenhalle und dem bereitgestellten Bus der Vereinten Nationen. Doch die Aufgabe, der sie entgegenreisen, ist alles andere als ungefährlich. Vor wenigen Wochen wurde ein Büro der UNO-Truppen mit Handgranaten angegriffen. Ein Mann starb. Auf der anderen Seite ist Namibia ein faszinierendes Land. Zwischen diesen beiden Erfahrungen werden sie sich für die nächsten 6 Monate bewegen. Die Bundesregierung hat dem ostafrikanischen Staat Kenia rund 817 Millionen Mark aus Krediten der Entwicklungshilfe erlassen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute in Nairobi unterzeichnet. Der Schuldenerlass ist an die Bedingung geknüpft, dass die frei werdenden Gelder für Maßnahmen des Umweltschutzes eingesetzt werden. In Niedersachsen probt die Bundeswehr zurzeit den Ernstfall. Das offene Visier ist die kürzeste und kleinste Großübung der Nachkriegsgeschichte. Ein Test für die Manöver der 90er Jahre. Seit heute sind die Soldaten im Gelände, aber nur bis Montag. Zuvor wurde auf dem Papier geübt. Von 80.000 Mann wurde die Truppe auf 39.000 reduziert, trotz Bedenken von Kommandeuren. Die Bundeswehrführung spricht vom Öko-Manöver. Weniger Belästigung der Bevölkerung, nicht so viele Umweltschäden, geringere Kosten. Verteidigungsminister Stoltenberg meinte bei einem kurzen Besuch, auch die NATO werde sich künftig wohl an dem verkleinerten Manöverkonzept orientieren. Bundeskanzler Kohl ist heute in der Mainzer Universitätsklinik an der Prostata operiert worden. Nach Angaben von Regierungssprecher Klein ist der Eingriff gut verlaufen. Kohl sei laut Aussage des behandelnden Arztes bei bestem Wohlbefinden. Wie lange der Kanzler in der Klinik bleiben muss, wurde nicht mitgeteilt. Italienische Lastwagenfahrer haben heute ihre Blockaden an der Grenze nach Österreich ausgeweitet. Hier am Brenner stauen sich 5000 Lkw. Auch die Grenzübergänge Silian und Törl-Maglern werden jetzt mit quergestellten Transportern versperrt. Ein Ende der Aktion ist noch nicht absehbar, nachdem Italiens Forderungen nach mehr Transitgenehmigungen heute von Österreich abgelehnt worden sind. Die Italiener wünschen statt jetzt 220.000, 250.000 Durchfahrtgenehmigungen pro Jahr. Für das Wochenende wird mit längeren Wartezeiten an den Übergängen auch für den Pkw-Verkehr gerechnet. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 16. September. Der Satellitenfilm zeigt starke Bewölkung, die über weite Teile Deutschlands hinwegzog, wobei es verbreitet regnete. Nur im äußersten Norden sowie am Alpenrand war es aufgeheitert. Ursache für die starke Bewölkung sind atlantische Tiefausläufer, die in rascher Folge über Deutschland ostwärts ziehen. Die dabei einfließende warme Meeresluft gelangt am Wochenende über dem Süden und der Mitte Deutschlands unter Hochdruckeinfluss. Die Vorhersage für morgen: Im Norden stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. In der Mitte und im Süden im Tagesverlauf Wolkenauflockerungen und kaum noch Niederschläge. Tiefstwerte 12 bis 17 Grad. Tageshöchstwerte 16 bis 20, im Süden bis 23 Grad. Mäßiger bis frischer, zeitweise starker, im Norden zum Teil stürmischer Südwestwind.
Die weiteren Aussichten: am Sonntag im Norden weiterhin regnerisch, in der Mitte und im Süden heiter bis wolkig, meist trocken und warm. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Darin: Ost-Berlin stoppt SPD-Besuch und Bundeswehr rüstet für die Abrüstung.